Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, YouTube, liebe Sikela da draußen. Ich habe mal wieder eine kleine Mod-Vorstellung für euch vorbereitet. Vorweg sei erwähnt, ich habe mich heute mal, so wie auch das letzte Mal, rein auf die Crossplay-Mods fixiert. Wir werden also alles, was ich euch zeige, hier auf Konsole nutzen können. Ja, ich denke, das ist letztes Mal gut bei euch angekommen, dass ich das Ganze wieder mache. Und ich mache das aber wieder auf dem PC. Bedeutet, ich habe noch keinen gefunden, der mir die Slots-Zahlen sagen kann. Also wenn für euch die Slots-Zahlen interessant sind und da draußen irgendjemand sich berufen fühlt, mich ein bisschen zu unterstützen, kann er gerne machen. Meldet er sich bei mir auf Discord einfach per Privatnachricht bei mir und sagt, ey Keule, ich kann dir gerne pro Tag, wenn Mods rauskommen, dir einfach die Slotzahlen kurz schreiben. Dann kannst du das mit in dein Video verwurschten und dann ist alles super. Ansonsten bleiben die Slotzahlen einfach weg, aber ich denke, die sind jetzt auch gar nicht mehr so enorm wichtig, weil die Slots, die sind ja krass gestiegen auf der Konsole. Von dem her ist das eigentlich ja total irrelevant, meiner Meinung nach. Aber wenn ihr das gerne haben wollt, dann immer gerne raus damit. Wie gesagt, ich bin auf dem PC unterwegs. Zeige euch aber die rein Crossplay-Mods, also alles, was ihr hier seht, könnt ihr auf der Konsole PS4, PS5, Xbox One oder Xbox S oder whatever ihr da zockt, nutzen. Ja, das Ganze gibt es natürlich auch auf PC. Falls es da draußen noch Leute gibt, die sagen so, ey Keule, ist eine geile Nummer, aber wäre auch interessant, wenn du mir die PC-Mods aus dem Mod-Hub vorstellst, dann einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten bleiben wir einfach nur bei den Konsolen-Mods bzw. die Crossplay-Mods in dem Fall, wie ich es jetzt heute einfach mal mache. Das erste, was ich euch zeigen möchte, ist ein kleines Backsteinhaus. Kleines Backsteinhaus, ja, sagt schon der Name, ist halt perfekt so für kleinere Sachen. Also kleine Höfe, je nachdem wie ihr so unterwegs seid, ist das ein wunderschönes Ding. Hier auch natürlich mit diesem 3D-Effekt, was ja neu ist, finde ich ziemlich smart und ziemlich geil. Könnte auch sowas auf eine polnische Map passen, kostet auch nur 40.000 im Einkauf. Was sich auch viele gewünscht haben, einmal der Modder, das ist der Barty. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der hat den Mod hier entwickelt und sieht eigentlich ganz schick aus, wie ich finde. Sagt mir gerne, wie immer, auch wieder eure Meinung dazu, was ihr von den Mods haltet, die ich euch hier so vorstelle. So, ja, hier nebenan habe ich euch dann, ihr hört es schon, ein bisschen summen. Es gibt zwei neue Bienenhäuser, beziehungsweise Bienenstöcke nennt das, aus Holz. Perfekt für auch kleinere Höfe, ältere Höfe vom Design her. Ne? Sieht so ein bisschen älter aus, nicht so neu modern wie das hinten, da, das bunte, da komme ich aber gleich zu. 2000 Euro kostet das Ding, also 2000 hier, 2000 da und dann let's fucking go. Und ihr wisst ja, wie das mit den Bienen läuft, die könnt ihr an irgendein Feld stellen und zum Beispiel Sonnenblumen und dann steigt auch noch der Ertrag von den Sonnenblumen, also ein ganz schickes Ding. Jetzt habt ihr hier zwei kleinere Dinger, die fallen auch gar nicht so auf, die nehmen nicht viel Platz weg, die könnt ihr euch hinstellen, wie ihr wollt. Was ich noch nicht so rausgefunden habe, ist die Arbeitsweite von den Dingern. Ich glaube, hier steht es aber im Bereich 150 Meter und der hier auch 150 Meter. Also egal, welchen ich von den beiden angucke, 150 Meter Arbeitsweite, denke ich mal, der Bereich, ne? Und dieser Mod ist vom Fuzo. Fuzo, Props gehen raus, schönes altes Ding. Wenn ihr jetzt gerade mal hört, dass der Sound weg ist, ist nicht schlimm, er ist gleich wieder da. So. Ja, das nächste, was ich hier schönes bekommen habe, ist ein schöner Mod, eine Fabrik. Wir haben ja Productions mit drin für den einen oder anderen. Ihr wisst es eigentlich, dass das ja nichts Neues für euch jetzt ist, mit einem LS22 Produktionen mit drin zu haben. Dieses Gebäude hier produziert Donuts auf jeder Map, auf der du spielst. Also jede Map, die ihr da draußen euch auswählt, könnt ihr Donuts produzieren. Das ist also map-unabhängig. Um die Donuts zu verkaufen, müssen wir natürlich einen Süßwarenladen kaufen. Der steht hier nebenan. Der gehört in diesem Modpack zusammen mit dazu. Dieses Paket setzt sich quasi aus der Konditorei, also der Fabrik hier zusammen, ne, für die Donuts für 20.000 Euro und notwendige Produkte wären Mehl, Zucker und Eier. Stellt dann Donuts her und hier drüben können wir dann einmal verkaufen. Ja, die Süßwaren im Einkauf kostet das Gebäude 5.000. Wir haben hier eine Lagerkapazität von 25.000 Liter Mehl, 25.000 Liter Mehl, 20.000 Liter Zucker, 15.000 Liter Eier und 15.000 Liter Donuts dann zum Verkauf. Also die spawnen dann wieder ganz normal auf Paletten hier hinten, ne? Zack, hier kommen sie dann raus auf Paletten und können sie dann hier in diesem Süßwarenladen, den wir für 5.000 dazu kaufen können, der im Pack enthalten ist, einfach verkaufen. Hier ist der Modder, der Erschaber, den kennen wir sogar schon. Der hat ja auch im LS19 eigenständige Mods für uns gemacht. Also von dem her auch gar kein Unbekannter. Und ja, ziemlich schickes Ding. So. Dann haben wir hier ein riesen Gebäude. Und zwar ist das ein Strohhäcksler, so nennt sich das Ganze. Der Mod beinhaltet einen Strohhäcksler. Dieser zerkleinert und bereitet Stroh so auf, dass es als Häckselgut verwendet werden kann. Ja, das bedeutet quasi, wir packen hier unser Stroh rein und bekommen Häckselgut raus.
Für 125.000 können wir uns das Ding hinstellen. Sieht ziemlich schick aus. Also auch schon wieder was Moderneres. Ich würde mir das jetzt nicht unbedingt auf meine Old Stream packen. Aber ich finde die Idee dahinter gar nicht so verkehrt. Ist vom Modder Zottelzockt. Und ja, Zyklen 1200 pro Monat. Ja, falls es irgendwer interessiert. Und dann können wir hier auch mal reingucken. Da sehen wir das Ganze dann auch. Hier Chef, Zyklen 1200 pro Monat. Produktionskosten pro Monat 240. Kommen wir Stroh rein, Häckselgut raus. 1000 Stroh bringen 750 Häckselgut. Und ja, das Häckselgut, wer kennt es nicht? Häckselgut können wir halt auch als Silage nachher weiterverarbeiten. Also finde ich das in dem Fall schon mal gar nicht verkehrt. Wie ich finde, ist ein richtig schöner Mod. Wie gesagt, alles, was ihr hier seht, ist halt auch dementsprechend für uns auf der Konsole verfügbar. Ja, so. Hier holen wir es raus, da schmeißen wir es rein. Dann haben wir hier als nächstes einen wunderschönen Schuppen mit zwei Buchten bekommen. Ist ein bisschen, ja, nicht unbedingt so neu-modern. Ja, optisch sieht das schon ganz schick aus, ne? Ist halt was Kleineres für kleinere Höfe, passt auch nicht viel rein. Kleiner Traktor, mittelgroßer Traktor, ein Riesentraktor, so ein Fendt 1050 würde ich da nicht unbedingt sehen. Kleine Anbaugeräte, so einen kleinen Grubber oder einen kleinen Flug oder, keine Ahnung, ein paar Paletten reinstellen, ein paar Anbaugeräte reinstellen, Frontlader oder sowas, kann man hier auf jeden Fall reinstellen. Ich habe mir gar nicht gemerkt, wie teuer das Ding ist. Wir gucken nochmal kurz hier in der Einkaufsliste. Unter Hallen ganz hinten, 2000 kostet das Ding. Können wir uns hier hinstellen, ist auch beleuchtet, das Teil. Also gar nicht verkehrt. Der Modder ist der BK Mods. Props geht raus, schönes Ding, was du uns da gebracht hast. So, und dann kommen wir hier mal zu unserem automatischen Verkauf. Ich gehe hier einfach mal in die Übersicht. Und zwar seht ihr das schon, das ist für Honig. Ja, das ist für Honig. Wir packen Honig rein und holen Honig raus. Wozu ist das also da? Ich erkläre es euch kurz. Und zwar seht ihr ja schon, wie ich das platziert habe. Ne? Dieser kleine Kasten ist quasi hier unter Bau. Ich zeige euch das Ganze einfach auch mal. Unter Tiere, unter Bienen können wir ja hier den Verkaufstrigger setzen, wo wir wollen. Ne? Geh mal ein bisschen näher ran. Den Verkaufstrigger für Bienen, den gibt es ja an diesem Bienenhäuschen nicht. Den können wir uns jetzt hier hinsetzen, wo wir wollen. Zum Beispiel hier hinten, aber es ist halt nur einer pro Hof erlaubt. Da gibt es auch übrigens einen Mod, wo nicht nur eine Palette drauf passt, sondern 24 Paletten, wenn mich nicht alles täuscht. Nagelt mich nicht drauf fest, aber den gibt es auch. Und ja, dementsprechend spawnen jetzt hier zum Beispiel die, ja, die Palette mit Honig. Dieses Teil hier ist ein Autoload, also ein automatischer Weiterverarbeiterverkauf für die Tierprodukte. In dem Fall halt hier Honig. Ja, wir packen hier also Honig, kommt raus auf der anderen Seite und hier ist quasi entweder behalten oder wir können sagen, wir wollen das direkt verkaufen oder wir können sagen, verteilen. Ne? Das kennen wir ja, das Spielchen. Und das Ganze macht dieses kleine Häuschen hier. Also ziemlich nices Teil, kostet auch gar nicht viel. Jedes Gebäude kann intern bis zu 5000 Liter zwischenlagern dann. Ne? Also 5000 Liter gehen hier rein zum Zwischenlagern und dann können wir das Ganze halt weiterverarbeiten. Kamikata ist der Modder an der Stelle. Verteilen oder direkter Verkauf können wir halt dementsprechend selber entscheiden. Und ja, ist ein schönes Teil. Ich muss noch mal kurz gucken. Ne, muss ich nicht gucken. Ich habe euch, ja gesagt, wie das Teil heißt. Ja, schönes Teil. Gefällt mir richtig gut. Ist halt zum automatischen Weiterverkauf. Dann haben wir hier eine richtig schöne Hörmannhalle gekriegt. Oh yeah, Baby. Rein geht's. Guckt euch das Ding an, Jungs und Mädels. Das ist eine richtig schöne Werkstatt von Hörmann. Der Modder ist der Razak an der Stelle. Guckt euch das an, mit Hebebühnen hier drin. Hier ist dann der Trigger zum Reparieren. Haben wir jetzt gerade keine Fahrzeuge da, aber guckt euch mal diese schicke Werkstatt an, oder? Ist das nicht geil? Die Hebebühnen haben in dem Fall halt keine Funktion. Ne? Ist halt schade, das wäre noch geil gewesen, wenn man hier irgendwie so eine Flächen... Also ihr wisst, was ich meine, so eine Flächenhebebühne gehabt hätte, so wie wir es im LS19 auch schon bei einer Werkstatt gekriegt haben. Du kannst ein Fahrzeug drauffahren und dann hochheben. Das wäre ziemlich nice. Das würde den Ganzen doch so ein i-Tüpfelchen geben. Aber richtig schönes Teil. Für 150.000 könnt ihr euch das Teil kaufen. Richtig nicer Scheiß. Ja? Richtig modern. Hörmannhalle gefällt mir richtig, richtig gut. Dann haben wir hier einen sogenannten Keller, meine lieben Freunde. Ein Keller, wo wir quasi Sachen reinlagern können. Und in dem Fall wären es dann Kartoffeln oder halt Zuckerrieben. 100.000 Liter Kapazität. Ne? Richtig schickes Teil. Muss mal kurz gucken. Kann man hier das Förderband dann einmal aufbauen. Beziehungsweise abbauen. Da vorne seht ihr das. Ja? Zum Rausholen und Reinpacken können wir das Ganze dann... Und auch die Hilfsfenster können wir dann auf der Seite ein- und ausschalten. Richtig cool gemacht. Wir können hier die Tür öffnen und auch noch reingehen.
Hier haben wir den Lichtschalter, können wir Licht anmachen in der Bude. Guck mal, wie geil das aussieht, oder? Also ich finde, das ist ein richtig schicker Mod geworden. Die Abdeckung können wir noch davor machen. Ja, die können wir auch wieder abmachen. Richtig cool. Also ich finde das Style richtig nice. So, und dann haben wir hier die Kartoffelrutsche. Ne, müssen wir natürlich die Abdeckung vorher da unten wegmachen. Kartoffel oder Zuckerrüben, so wird es reingeladen. Zack, und purzeln dann da hinten in den Keller. Richtig geil. Die Modder sind in dem Fall der Piesel 360, der Presmec 23433 und der Barzon NV3. 55.000 Euro kostet das Ding in der Anschaffung. Ist ein richtig geiler Mod. Also ich feiere den. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich feiere den unnormal. Dann haben wir hier drüben zwei Mods bekommen im Package. Und zwar sind das Werkstoffhöfe. Ihr seht schon, also beziehungsweise ihr seht es nicht, aber es gibt einmal einen leeren Werkstoffhof. Das wäre dann der hier. 50.000 kostet er in der Anschaffung. Den kann man dann zum Überladen nehmen, ne? Anhänger da unten hin und hier oben haben wir irgendwelche Güter oder so, ne? Ein paar Paletten oder keine Ahnung was stehen. Zum Überladen. Einfach hier ranfahren und dann ab in den Anhänger schmeißen. Das ist halt der normale Werkstoffhof, wo wir dann, keine Ahnung, im RP irgendwas machen könnten, wie das Überladen, ne? Von irgendwelchen Wertgegenständen oder so. Und dann gibt es den auch nochmal zu kaufen in dem Pack. Entschuldigung, Schluck auf gerade. Und zwar als Verkaufsstation. Hier haben wir dann wirklich Verkaufstrigger, ne? Für Schüttgut, für, keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen. Also für Steine, für Holz, für Bretter, für Möbel, für Wolle, für Stoffe, für Kleidung, für Hackschnitzel, für Essen wie Mehl, Eier, Brot, Salat, Erdbeeren, Tomaten, ja, Grünabfall, Gärreste, Gras und Äste. Das können wir hier alles reinschmeißen. Ihr seht ja schon, hier sind die ganzen Nahrungsmittel, ne? Hier so ein bisschen Hackschnitzel und sowas. Dafür könnt ihr euch den dann hinstellen. Also auch ein richtig geiles Ding. Ich feiere auch diesen Mod. Also ich muss sagen, heute sind richtig schöne Sachen gekommen. Ich denke, so ein Werkstoffhof, den kann man auf jeden Fall auf jeder Map, wo er noch nicht vorhanden ist, definitiv sehr, sehr gut drauf gebrauchen. Sagt mir gerne mal eure Meinung dazu. Ich bin gespannt. So, dann gibt es einen selbstgebauten Schweinestall. Einen selbstgebauten Schweinestall von dem Modder D-Deck 96. Kapazität 80 Schweine, kostet 49.800 Euro, ist so ein bisschen auf Oldschool getrimmt. Richtig schickes Ding. Ja, hier können wir mal so ein paar Schweinchen reinstellen, wenn ihr wollt. So, zack. Stellen wir hier mal ein paar Schweinchen rein, da liegen sie dann. Hat keine Außenanbindung oder so, ne? Kein Freigehege. Und hier vorne wären dann die Trigger halt für, ja, Tür öffnen. Drin sind die Trigger zum Essen reinschmeißen, also Futter reinschmeißen, etc. pp. Boah, ich finde den, der sieht ziemlich schick aus, oder? D-Deck 96, Dankeschön für diesen richtig geilen, selbstgebauten Schweinestall. Der gefällt mir, Jungs und Mädels. Auch der Mod gefällt mir. Aber wir sind noch lange, lange, lange nicht durch. Ich sprinte mal rüber zum Shop, denn das waren jetzt so die Gebäude, die ich euch vorstellen wollte. Wie gesagt, an der Stelle nochmal, das sind alles Crossplay-Mods. Alles, was ich euch zeige, ist für Konsole erhältlich und auch nutzbar. So, dann kommen wir hier einmal zum ersten Gewichtepack. Da drüben liegt noch ein zweites. Und zwar hier einmal das John Deere Frontgewicht 900. Gibt es in den vier Farben, wie es hier steht, gibt es dann halt standardmäßig einmal ohne diese Spurantennen. So nenne ich das Ganze einfach mal. Ne? Das sind so eine Spurantennen. Die so sind sie zumindest auch im Mod-Hub betitelt. Sollte es dafür in Real eine andere Bedeutung geben für diese schönen Antennen, die hier dran gebaut sind, dann sagt mir gerne mal Bescheid. Preis ist 1900 Euro, es sind 900 Kilo, die hier stehen und das sind ein und dieselben Gewichte, alle mit 900 Kilo, nur andere Farbe und mit diesen Leitstäben da oben dran. Ist auch ein schönes Ding für John Deere, ziemlich passig, wie ich finde. Ich habe dazu eurer Info, falls es jemand interessiert, den kleinen John Deere stehen. Und auch zudem würde ich jetzt sagen, ist das ein bisschen wuchtig, aber es passt irgendwie trotzdem noch dazu, ist also im Rahmen, wie ich finde. Dann haben wir dazu nochmal hier ein weiteres Gewichtpack von Lizard bekommen. Und zwar sind es drei Gewichte, einmal 600 Kilo, einmal 800 Kilo und einmal 1200 Kilo. Ihr seht schon an der Farbkonfiguration, die ich hier gemacht habe, in allen Farben erhältlich. Das 600 Kilo kostet 505 Euro, das 800 Kilo 560 Euro und das 1200 Kilo 705 Euro. Der Modder hier ist der Petrovisk Sosnbar.
Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Es tut mir leid, wenn ich euren Namen nicht richtig ausspreche, aber viele wollen gerne wissen, wie der Modder heißt, der das Ganze hier rausschmeißt. Und dann habe ich hier für euch mal einen Flug, den Agromas POH5 für 14.000 Euro. 150 PS brauchen wir, um das Ding übers Feld zu ziehen. 2,5 Meter Arbeitsbreite gibt es halt als Vollflug oder halt auch hier mit diesen Streifenkörper, so nennt sich das Ganze, glaube ich. 12 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Auch hier wieder ein bekannter Modder, haben wir eben schon einmal erwähnt, der D-Deck 96. Auch ein schöner Flug, wie ich finde, ein Agromas. Den kennen wir aber auch schon, haben wir schon mal gehabt. Ein Wechselflug, also schönes Ding, gefällt mir. Dann kommen wir einmal zur Gülletechnik und hier einmal, ja, kann ich euch sagen, das ist von Beomech ein Pack von dem lieben Agrario. Der hat sich die Mühe gemacht, das Pack gibt es so schon als Standard-Mod, nur er hat sich die Arbeit gemacht und das Pack nochmal ein bisschen erweitert. Und zwar haben wir hier den Beomech Multi, 2115 nennt er ihn. Und zwar können wir bei diesem Schleppschlauch jetzt entscheiden, ob wir hier 15 Meter oder 21 Meter haben. 16 km/h Arbeitsgeschwindigkeit kostet 69.500 Euro. Und natürlich auch wieder Teilbreitenabschaltung, also wir können auch die Abschaltung der einzelnen Breiten wieder bestimmen. Ihr seht schon, das Ganze können wir dann an verschiedenste Güllefässer anhängen. Hier habe ich es schon mal zum Beispiel an den Vihinius angehängt, da drüben habe ich es abgelassen. Und hier drüben habe ich dann das letzte Arbeitsgerät einmal an unseren Selbstfahrradern gemacht. In der Mitte haben wir dann einmal den Beomech Multi 4 XL für 104.000 Euro. Hier können wir jetzt dann eine Arbeitsbreite von 24 bis 30 Meter entscheiden. Also entweder 24 Meter oder 30 Meter Schleppschlauch, Arbeitsgeschwindigkeit 16 km/h und auch hier eine Teilbreitenabschaltung natürlich wieder enthalten. Und dann hier den Beomech Track Pack für 62.000 Euro können wir entweder 15 oder 18 Meter nehmen, 16 km/h Arbeitsgeschwindigkeit, Teilbreitenabschaltung. Und jetzt möchte ich euch einfach mal zeigen, was ich damit meine. Das Pack ist schon enthalten und der liebe Agrario hat sich hier Arbeit reingesteckt, denn einmal sind die hier drunter, ja, die sind hier drunter. Haben wir hier die Multiprofi von Beomech. Ich zeige euch das Ganze lieber mal hier. Unter Beomech ist das einfacher zu sehen. Wer das noch nicht kennt, ne, hier oben über den Schnippel könnt ihr dann einfach nur nach Beomech zum Beispiel suchen und seht alles, was Beomech hat. Hier sehen wir sie nämlich, ne? Das sind die Standarddinger. Nur hier haben wir bei dem zum Beispiel nur 18 Meter. Er hat jetzt daraus 15 bis 18 Meter gemacht, also entweder 15 Meter oder 18 Meter. Aus dem 2115 haben wir eigentlich 21 Meter. Hat er jetzt draus gemacht, entweder 15 oder 21 Meter. Und hier haben wir den 4XL, wo wir nur 30 Meter haben, wo er gesagt hat, wir machen 24 bis 30 Meter. Ne? Also entweder 24 Meter oder 30 Meter als Auswahl. Finde ich ziemlich cool, ziemlich nice. Vielen Dank für die Arbeit, Agrario. Mega geiles Ding. Als nächstes auch ein nicht unbekannter Mod, den kennen wir auch schon. Und zwar ist das die Lizard mobile Tankanlage. Hier einmal zwei Varianten hingestellt. Hier seht ihr einmal den Aufbau, einmal oben, ne, wo ich reingegriffen habe. In Pink dargestellt auch, damit ihr seht, in allen Farben erhältlich. Hier oben fehlt ein Aufbau. Es gibt nämlich noch die Variante, die habe ich hier hingestellt. Da haben wir hier oben dann den Griff, einen Aufbau dran, wo wir das Ganze dann quasi gummiert haben, um das Ganze noch ein bisschen süßer zu greifen, wenn wir wollen. Und wir können hier draußen noch eine Zahl drauf machen, entweder eine 1 oder eine 2. Und wir können verschiedenste Marken, unter anderem Rottne, Ponse, John Deere und viele weitere können wir da noch drauf machen. Ich habe hier zum Beispiel Rottne oder da drüben Lizard gewählt. Das Teil kostet 3.500 Euro, es gehen 970 Liter rein und ihr seht ja schon, das Teil schmeißt ihr dir hinten auf den Ponse und nimmst das einfach mit im Wald. Kannst du deine Arbeitsgeräte vor Ort nochmal nachtanken, kannst ein bisschen länger im Wald bleiben und brauchst keine weiten Wege fahren. Auch ein ziemlich geiles Ding, kommt von North Modding Company und ja, nice, kennen wir ja schon. Ist auf jeden Fall cool, dass das wieder rausgekommen ist. Und der nächste Mod, der wird vielen von euch da draußen wieder gefallen, ist ein IT-Runner-Plattform von unserem lieben Modder Erschabba. Auch wieder Grüße gehen raus. Und zwar ist das ein Autoload. Und diese Autoload-Plattform ist für Fabrikpaletten. Ja, wo dann ausschließlich Fabrikpaletten draufgehen können. Oder für Paletten und Fässer, je nachdem welche Variante ihr nachher im Shop auswählt. Die für Fabrikpaletten kostet 3.600 Euro, 34.000 Liter gehen dann hinten drauf rein und konfigurierbar in verschiedensten Farben. Ich habe jetzt nicht alle hier hingestellt. Dann haben wir da drüben das für die Flüssigkeiten, das ist für Fabrikpaletten und für Flüssigkeiten, je nachdem was wir auswählen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel für Pflanzenschutz oder beziehungsweise für Herbizid ausgewählt, da ist die Flasche ausgewählt. Können wir dann, je nachdem was wir auswählen, haben wir hier halt ein anderes Symbol drauf. Es passen 9 Paletten auf den drauf, jeweils 1500 Liter Fassungsvermögen.
Der IT-Runner an sich kostet 4.200 Euro, 13.500 Liter insgesamt gehen rein, auch hier verschiedenste Farbkonfigurationen möglich und das Ganze natürlich für IT-Runner. Finde ich ziemlich nice, ist halt wieder ein Autoload, ne? Viele von euch da draußen feiern das ja, dass wir ein Autoload haben und brauchen das auch. Hier habt ihr das gekriegt für normale Paletten und das ist halt für Fässer und sowas, ne? Saatgut, Dünger, Pflanzenschutz, Diesel, Wasser, passen alle hier drauf. Könnt ihr dann dementsprechend aber im Shop konfigurieren. Ich gehe jetzt einfach mal kurz da rein. Ich glaube, die müssten unter Tieflader war es nicht. Unter Diverses sind die, glaube ich. Da sind sie. Ne? Hier zum Beispiel Fabrikpaletten. Ja, da können wir dann die Farben ändern. Das sind die Farben. Das ist der linke, den ich euch gerade gezeigt habe. Und dann gibt es den halt nochmal für Flüssigdünger. Hier nochmal auf Symbol geachtet. Flüssigdünger, Herbizid, Diesel, Wasser oder Siliermittel zum Beispiel auch. Und auch hier die Farbenauswahl, wie auch eben bei dem anderen zu sehen. Das ist der. Und ja. Dann habe ich für euch hier als nächstes nochmal einen kleineren Mod liegen. Einmal in allen Farbkonfigurationen erhältlich, deswegen einmal in Pink hier hingestellt. Einmal der Marke Bressel und Lade von DTP Mario ist der Mod. Ist für Quaderballen, ist für Frontlader, Radlader oder Telelader konfigurierbar. Je nachdem, wie ihr das Ganze haben wollt oder wie ihr das braucht. Wie gesagt, in allen Farben erhältlich. 16.000 Euro kostet das Ding in der Anschaffung. Und dadurch, dass es halt für alle konfigurierbar ist, eigentlich kein schlechter Mod. Hier passen zwei Stück drauf. Ja, ihr seht ja schon ungefähr die Breite. Das wäre ein Ball nach rechts, das wäre ein zweiter Quaderball nach links. Also zwei Stück. Den gab es im LS19 auch noch eine Nummer größer. Vielleicht kriegen wir den auch noch mal eine Nummer größer. Würde ich auf jeden Fall ziemlich nice finden. Dann haben wir hier als nächstes... Hoppala. Als nächstes den Dämmler. Der Marke Dämmler... von dem Modder, ich muss nochmal nachgucken. Okay, habe ich mir nicht aufgeschrieben, da ist er. Agrarmodding, Plux L... Von Agrarmodding und Plux LS. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der Dämmler SKM 209 ist quasi für alle Schüttgüter, die wir irgendwie hier im Game haben, zu verwenden. Der gibt verschiedenste Möglichkeiten, Aufbau, ohne Aufbau. Ich habe jetzt da mit Aufbau, ohne Aufbau hat er glaube ich 40.000 Liter, mit Aufbau hat er 50.000 Liter, kostet im Grundpreis für 40.000 Liter 55.500 Euro. Gibt es in allen Farben erhältlich, ihr seht das Ganze auch schon, ne? Hier in Pink dargestellt. Dann können wir hier zum Beispiel so ein Glasfenster hier vorne einbauen oder kein Glasfenster einbauen, ja, um halt Getreide zu fahren oder halt kein Getreide zu fahren. Dafür würde man hier halt so eine Glasplatte einsetzen. Ja, das ist der Dämmler. Ist ein schönes Ding, ne? Hier für einen LKW oder halt für Dolly zu fahren. Nices Teil. Kostet, wie gesagt, 55.500 Euro und ist für alles zu verwenden, was wir verwenden können. Dann haben wir hier neben nochmal den Buffalo stehen. Das ist ein Mischstreuer mit 24.000 Liter Fassungsvermögen. 160 PS brauchen wir für dieses Arbeitstier. 62.500 Euro kostet er eine Anschaffung. 14 Meter Arbeitsbreite hätte er am Ende des Tages. Und maximale Arbeitsgeschwindigkeit von 16 km/h. Radkonfiguration können wir machen, die Möglichkeit, die Rückseite anzubringen, um Maschinen in einen vollmetrischen Anhänger zu verwandeln, haben wir bei dem auch. Ich zeige euch das Ganze jetzt hier nochmal im Shop unter Mischstreuer. Da können wir ihn uns nochmal angucken. So sieht das Ganze aus. Reifenvarianten, dann haben wir hier auch noch die Scheinwerfer oben, ne? Da oben diese Scheinwerfer können wir noch zusätzlich dran bauen, ja oder nein. Und dann halt als Mischstreuer oder als Standard, je nachdem wie wir es brauchen. Ne? Entweder als Anhänger oder als Mischstreuer. Richtig geiles Ding. Für Häckselgut oder halt auch dementsprechend für Mist. 24.000 Liter Fassungsvermögen, finde ich geil. Ich finde so eine Kombination eigentlich immer geil. Das ist von Barzo NV3, mein Lieben. Dann ein nächstes Spielzeug, was auch dem einen oder anderen gefallen wird. Und zwar hier unsere Standbuggies sind wieder da. So nenne ich sie einfach mal. Hat automatische Ladefunktion für Paletten. Der John Deere XUM 865 zum Beispiel hier. Für 15.000, Motorleistung 83 PS, Höchstgeschwindigkeit 60 km/h.
Hat auch verschiedenste Farbkonfigurationen, also grün, dunkelgrün, grau, schwarz gibt es, glaube ich. Müsst ihr mal gucken, was euch da gefällt. Fassungsvermögen 5000 Liter hinten. Und dann die Mahindra Retriever 1000 Edition, das ist dieser hier. Den gibt es dann halt dementsprechend, wie gesagt, auch als Autolot hinten. Verschiedenste Farben, hier habe ich zum Beispiel auch rosa mal gewählt. 12.500 Euro in der Anschaffung der kleinere, 83 PS, 84 km/h. Der fährt schneller als der John Deere. Auch 5000 Liter Fassungsvermögen. Auch der Mod ist von Airshaba, also Autoloads kann er auf jeden Fall. In dem Fall halt für diese beiden Dinger können wir hier hinten halt Autoload. Ne? Und dann können wir hier auch noch eine 3-Punkt-Aufnahme dran machen. Richtig heißer Scheiß, mein Lieben. So, last but not least, unser Messi Ferguson. Den haben wir natürlich auch noch im Angebot. Bei dem können wir auch einiges konfigurieren. Hier haben wir ihn standardmäßig. Ihr seht das schon, ne? Hier können wir Gewichte vorne dran bauen. Da fehlen sie. Frontlader kann er, verschiedenste Farben kann er. Hier habe ich zum Beispiel Olivgrün gewählt. Die Reifen sind nicht in der Stahloptik, beziehungsweise grauen Optik, sondern in beige. Und ja, verschiedenste Motorkonfigurationen. Entweder der 5711M hätte 115 PS, der 5712M hätte 125 PS oder der 5713M, so wie er hier steht, hat dann 135 PS. Basispreis für die Standardausführung hier mit 115 PS sind 60.000 Euro. Hauptfarbe konfigurierbar, Designfarbe konfigurierbar, Felgenfarbe konfigurierbar. Die Türen sollen animiert sein, werden wir gleich ausprobieren. Den Kotflügel hinten können wir einen breiten drauf bauen oder halt, ich hänge fest, hier den schmalen drauf lassen. Ihr seht ja den Unterschied, glaube ich, ne? Hier ist er breiter, da ist er schmaler, das schwarze Stück. Dann haben wir natürlich die normalen Reifenkonfigurationen mit Trelleborg, Michelin, Nokian, Mieters, Continental und Federstein. So, der Mod ist von KRKZ Modding. So, dann lass uns hier mal einsteigen. Ich wollte jetzt mal kurz gucken, ob man hier auch irgendwo die Türen öffnen kann. Ich glaube anscheinend nicht. Doch, hier geht die Tür auf. So, zack. Tür geht auf. Andere Tür geht auch auf. Und das war's. Die beiden Türen sind animierbar. Wollen wir kurz den Sound hören? Speichern wir kurz. Ich mach mal ein bisschen lauter hier für euch. Einmal kurz das Licht durchschalten. Ja, funktioniert. So, ich mache jetzt mal wieder leiser. Funktioniert. Geiler Scheiß. Also ich finde, die Mods sind richtig geil. Viele Mods gekommen für Konsole wieder. Crossplay-Mods, Jungs und Mädels, alles, was ich euch vorgestellt habe, wie gesagt, ist rein für PC und für Konsole. Wenn ihr Interesse habt, wie gesagt, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch die PC-Mods gerne sehen wollt. Dann stelle ich euch die das nächste Mal gerne auch separat vor. In dem Fall wären es, glaube ich, nochmal 5 weitere Mods gewesen, die rein für PC gewesen wären. Hätte ich einfach irgendwo weiter an den Rand gestellt, da hinten irgendwo, und hätte die euch im Nachgang dann auch nochmal vorgestellt. Wenn da Interesse besteht, einfach mal in die Kommentare. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir eure Meinung wieder zu den Mods in die Kommentare. Däumchen raus, Abo raus, wenn ihr noch kein Abonnent seid und sowas nicht mehr verpassen wollt, dann seid ihr hier genau richtig. So gut ich kann und so wie meine Arbeit und meine Freizeit das Ganze beruflich und so weiter zulässt, werde ich euch auch demnächst weitere Mod-Vorstellungen rausknallen. Ich danke euch, sage einen schönen Tag, tschüss mit Ö, Kuss auf die Nuss, Liebe geht raus, euer Commander Keule.